Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe von Notruf 112 der Feuerwehrsimulation. Ja, die aufmerksamen Beobachter werden wahrscheinlich feststellen, Moment, neue Let's Play-Reihe, da gibt es schon zwei Videos drin, das ist richtig. Und zwar hat Aerosoft vor einer Weile die Demo rausgebracht von diesem Spiel, wo man zwei Containerbrände löschen konnte. Und halt mal so die Feuerwehrwache ein wenig erkunden. Jetzt ist aber das eigentliche Spiel rausgekommen. Das ist heute am 10. November released worden. Und ja, jetzt werden wir es, denke ich, einfach mal spielen. Starten wir mit Spiel starten. Auf dieses Spiel bin ich auch sehr gespannt. Spielt ja wohl in der Feuerwache Mülheim an der Ruhr, die hier wohl 1:1 nachgebaut wurde. So, hallo und herzlich willkommen zu Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Erfülle vielfältige Aufgaben aus dem Alltag der Berufsfeuerwehr. In der offenen Spielerwelt erlebst du die unterschiedlichsten Einsätze bei Tag und Nacht. Du kannst frei zwischen allen Einsatzkräften wechseln und so die Herausforderungen aus den unterschiedlichsten Perspektiven erleben. Auf dem Übungsplatz kannst du dich mit den Fahrzeugen vertraut machen und die wichtigsten Handgriffe trainieren, denn der nächste Notruf kommt bestimmt. Halte Tab gedrückt, um zu erkennen, welchem Fahrzeug du zugewiesen bist. Viel Spaß! Ich denke, wir fangen auch einfach mal mit dem Trainingsplatz an, dass wir das Ganze ein wenig kennenlernen. So, wir sind Truppführer und zugewiesenes Fahrzeug ist der TLF. Trainingsplatz benutzen, jawohl. Wähle aus nachfolgender Liste einen Einsatz aus und klicke Start, um zu beginnen. Dann fangen wir doch einfach mal mit dem Löschangriff an. Willkommen auf dem Trainingsplatz. Hier können die verschiedensten Einsatzszenarien simuliert werden, um die wichtigsten Handgriffe für den Ernstfall zu üben. Löschangriff. Ausrüsten der Atemschutzausrüstung. Richtiges Verhalten bei Feuer. Löschen mit dem Schnelllöschsystem. Bedienung des Strahlrohrs. So. Wähle eine am Einsatz beteiligte Einsatzkraft. Fangen wir mal mit dem Truppführer an. Leiter des Trupps des Tanklöschfahrzeugs übernimmt die Bereitstellung der Einsatzmittel und Löscharbeiten am Einsatzort. So. Achtung! Brandschutz. Brandmeldeanlage. Einsatz für ELW, LF24, DLK 2312, TLF 1, RTW 1. Hä? Also doch nicht? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Wir sind auf dem Weg zum Einsatzort. Ich wollte aber doch eigentlich wo muss ich denn hin? Hier nicht. Ich muss erstmal mein Fahrzeug suchen. So wie ich es aus der Demo in Erinnerung habe, müsste das hier stehen. Genau, nehmen wir den da. Oder auch nicht? Doch, TLF. Da war doch eben... Ach, das Rolltor. Was muss ich jetzt tun? TLF 124, das ist doch der hier, oder? Kann ich einsteigen?
habe nur keinen Fahrer. Ja. Kann mir jetzt irgendjemand verraten, was ich hier tun muss? Oder sind die eiskalt ohne mich gefahren? Ganz ehrlich, ich habe gerade ein wenig den Überblick verloren. Oder ist hier noch irgendwo ein Fahrzeug, was auf mich wartet? Nö, das ist ja da hinten. Ich verstehe es nicht. Auf welche Position soll ich denn gehen? Ich hätte gern Navi oder sowas. Jungs, ihr habt den Truppenführer vergessen. Umschauen, anvisieren, Objekte nehmen, Objekte benutzen, Spielfigur bewegen. Ja. Ich soll zur Position gehen, leider steht da nicht zu welcher. Weil hier ist ja zu. Ich will auf den Übungsplatz. Machen wir mal Einsatzkraft wechseln. Die sind alle am Einsatzort. F3. F1. Drücken wir mal Return. Wer bin ich denn? Ah, der bin ich. Machen wir mal das Rolltor auf. Um was geht's hier eigentlich? Irgendein Meldealarm. Können wir gleich einkaufen gehen nebenher? Lagerraum, wo ist denn der? Ich hätte gerne zwei Eis. Kein Feuer zu sehen. Wir haben den Brandmelder lokalisiert. Haben wir? Wo ist denn der? Einmal abrücken bitte. Komme ich da raus? Nein. Ja. Ich hätte gerne zwei Eis. Keine Löscharbeiten notwendig. Wir können, Kollege, wir können hier zumachen. Zap. So, einmal heimfahren bitte. Ja, meine Übung habe ich jetzt trotzdem nicht machen können. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wie das mit dem Übungsplatz funktioniert.
dachte eigentlich, da könnte ich üben und dann fahren die Nasen einfach ohne mich weg. So, Rückfahrt. TLF 1241, da hätten wir eigentlich mitfahren müssen. Zum 6, okay, da kann ich nicht wechseln. Fahre mit zurück zur Feuerwache. Das schaffen wir. Dumm. Statusmeldung. Ach so, da können wir welche machen. Okay. Oh, Container, die müssen wir bestimmt bald löschen. Eine schöne... Ah, wir können ranzoomen. Außen-Innenansicht. Cool. Ja, Spiegel funktionieren leider nicht. Schade eigentlich. Klang ist soweit, ja, okay, würde ich sagen. Da ist unsere Feuerwache. Das ist schon unser Drehleiterfahrzeug. Bin ich ja mal gespannt, warum hält eigentlich so viel Abstand zur Ampel? Muss das so sein oder? So. Aber warum die es mich einfach am stehen lassen, verstehe ich noch nicht. So, einmal aussteigen. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne noch zum Übungsplatz. Ob ich das schaffe? Das war ja eigentlich mein eigentliches Ziel. Warte auf weitere Anweisungen. Nein, ich möchte gerne üben. Keine Einsätze. Üben. So. Können wir jetzt? E. Löschangriff. Start. Och nö. Achtung. Brandschutz. Brandmeldeanlage. Einsatz für TLF 2. Ich muss mich erstmal zum Übungsplatz begeben. Das passt jetzt schon mal. Da bin ich in die falsche Richtung unterwegs. Ich glaube, hier werde ich mich auch noch 200 Mal verlaufen drin. Bis ich da mal die richtigen... Ah, da kommen wir runter. Das ist gut. Runter. So. Ups. So war das nicht gedacht. Lasst mir... Oh, das ist die falsche Richtung. Da muss ich raus.
Ach je. Da ist der Übungsplatz. Ich hoffe doch, dass wir das noch auf die Reihe kriegen heute. Wäre jedenfalls wünschenswert. Ah, da haben sie sogar extra ein Fahrzeug für uns abgestellt. Sehr schön. Und Feuer haben sie auch gemacht. Begib dich in den markierten Bereich. Jawohl. Mach mal. Zapp. Nimm Schnellangriffsrohr aus Rolltor. Warum soll ich dann erst in den Bereich? Schnellangriffsrohr. Da. Gehe zur Position und lösche Feuer. Ha, das geht aber mal schnell. Sind wir gut oder sind wir gut? Bringe schnell Angriffsrohr zurück zu Rolltor. Warte auf weitere Anweisungen. Hallo? Darf ich noch ein? Wo geht's denn da hoch? Kann ich da hochklettern? Nein. Hoppala. Feuerwehrleute können nicht klettern. Ah, das ist wohl für Containerbrände. Okay. Alle hab. Ah, Trainingsplatz benutzen. So, Löschwasserbereitstellung. Start. Wassereinnahme aus einem Unterflurhydranten, Verlegen einer Schlauchleitung, Bedienung der Kreiselpumpe am Fahrzeug und Anschluss des Verteilers eines Strahlrohres. Nehmen wir wieder den A. So. Brandschutz. Kleinflächenbrand. Einsatz für TLF-2. Muss ich jetzt irgendwas tun? Ah, platziere das Standrohr. Wo ist es denn? Da, da leuchtet was grün. Ach so, müssen wir erst das Gerätefach herausziehen. Ich will keine Schläuche aufnehmen, ich will das Rohr aufnehmen. Kuh, Standrohr aufnehmen. So. Geh zum Unterflurhydranten. Der ist da wohl. Standrohr im Unterflurhydranten verstauen. Gut, geh zu B-Schlauch. Der ist da. B-Schlauch. Geh zur Position. Lege ab und benutze Schlauch B gewickelt. Ablegen. Abrollen. B-Schlauchende aufnehmen. Geh zu Standrohr
Oh, ein Flexischlauch. B-Schlauchende anbringen an Standrohr. So. Geh zu Schlauchende. Ja. Nehmen wir auf. Geh zu Wassereingangs. Das ist der hier. E anbringen. Begib dich in den markierten Bereich. Ja, machen wir. Und warte auf weitere Anweisungen. Sind wir hier sicher? Oder wollte man uns nur sicherstellen, dass wir nicht im Weg rumstehen? Wieso baut er das jetzt wieder ab? Hey, Kollege, das habe ich gerade so mühsam zusammengebaut. Bringe Standrohr zurück ins Gerätefach, okay. So. Das dürfen wir dann also wieder machen. Schließe Fahrzeugrolltor. Nein, nicht rausziehen, Rolltor schließen, genau. Noch mehr? Warte auf weitere Anweisungen. Haben wir das jetzt gut gemacht? Man weiß es nicht, man munkelt nur. Da wäre natürlich noch eine Rückmeldung schön, ob das so okay ist, wie man das gemacht hat, oder? Ja. Ich würde mal sagen, für die heutige Folge belassen wir es jetzt dabei. Ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch morgen wieder dabei, wenn wir uns mal an den dritten Übungsbereich wagen. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen.